nun, auf die Gefahr hin, einmal mehr den Zorn der etablierten Wissenschaftsvertreter auf mich zu ziehen, sprechen wir über Atlantis. Ich glaube nicht, dass Bimini der Standort von Atlantis war oder dass es irgendwo in den Bahamas lag. Aber die Legende der versunkenen Stadt ist faszinierend, weil sie eine sehr detaillierte Beschreibung von etwas liefert, das es meiner Meinung nach gegeben hat. Eine untergegangene Hochkultur aus dem Eiszeitalter.